Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht der Kollege Abel. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist in einer lebendigen Demokratie ein normaler Vorgang, wenn Menschen gegen politische Entscheidungen protestieren und das auch auf der Straße tun. Das zeichnet unseren Rechtsstaat, unsere freiheitliche Grundordnung aus. Es ist legitim, wenn Wirte, wenn Vertreter des Brauchtums und Bürgerinnen demonstrieren. Doch ich finde es erstaunlich, dass weder in Pressemitteilungen der Opposition noch in Ihren Redebeiträgen hier das angesprochen wurde, worauf Sie sich ja in der Begründung der Aktuellen Stunde beziehen, nämlich das, was am letzten Samstag hier in Düsseldorf passiert ist. Lassen Sie uns einmal hinschauen, wie der Protest sich in Teilen geäußert hat. Es wurden Plakate hochgehalten mit dem Konterfei Adolf Hitlers, unterschrieben mit Entmündigung kann tödlich sein, selbst wenn es nur eins war, ist schlimm genug. Im Demonstrationszug waren Teilnehmer mit gelben Sternen auf der Brust, auf denen Raucher stand. Die Frage steht im Raum, ob ein den Hells Angels nahestehender Rocker-Clan Ordnerfunktionen ausgeübt hat. Man muss sich das mal vorstellen. Kriminellen Rockern näherstehende Gruppen laufen in der ersten Reihe, offenbar vom Veranstalter geduldet. Da wird eine hier im Landtag demokratisch getroffene Entscheidung mit der Nazi-Diktatur verglichen. Da werden Zeichen der Ausgrenzung, Zeichen des Holocaust benutzt und damit das Leid der Opfer relativiert. Und von der anwesenden Bürgermeisterin der Stadt Düsseldorf, die der FDP angehört, nicht problematisiert. Zu alledem haben Sie nichts gesagt. Bei allem Verständnis für kreative und zugespitzte Protestformen, auch bei der Wahrnehmung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit, heiligt der Zweck nicht die Mittel. Hier sind Grenzen überschritten worden und das muss hier klar gesagt werden, wenn Sie das nicht tun, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, Sie sprechen in Ihrem Antrag von Bevormundung. Es ist unsere Aufgabe als Gesetzgeber, Menschen so gut es geht vor gesundheitlichen Gefahren zu schützen. Das Grundgesetz garantiert das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Wir wissen, dass Rauchen das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko unserer Gesellschaft ist. Wenn Menschen freiwillig dieses Risiko in Kauf nehmen, dann ist das ihre freie Entscheidung. Wir können und wollen diese Freiheit nicht einschränken. Wir wissen auch, dass jedes Jahr 3.300 Todesfälle in Deutschland, jedes Jahr, auf eine regelmäßige Passivrauchbelastung zurückzuführen sind. Wir wissen, dass die Konzentration vieler gesundheitsschädigender Inhaltsstoffe in der abgegebenen Luft in den Raum größer ist als in dem Rauch, den die Raucherinnen und Raucher inhalieren. Wir wissen aus einer Studie skandinavischer Länder, die Krankendaten von mehr als 15 Millionen Berufstätigen ausgewertet haben, dass bei keiner anderen Berufsgruppe das Risiko an Krebs zu erkranken so hoch ist wie bei Kellnerinnen. Und dann lassen Sie uns doch mal konkret schauen, wer sich hinter dieser Berufsgruppe verbirgt. Das sind in großen Teilen Studentinnen, die sich durch Aushilfsjobs in Szenekneipen etwas dazu verdienen. Das sind meist Geringverdiener, das sind Selbstständige, die im eigenen Geschäft stehen. Allesamt Menschen, die auf das Einkommen angewiesen sind. Meine Damen und Herren von der FDP, meine Damen und Herren von der CDU, wollen Sie uns angesichts dieser Situation erklären, dass Sie in der Abwägung zwischen dem Recht auf körperliche Unversehrtheit und der Unannehmlichkeit, für eine Zigarette vor die Tür zu gehen, dass die Unannehmlichkeit bei Ihnen stärker wiegt? Das ist keine Freiheit, das ist Bevormundung derer, die sich entschieden haben, nicht zu rauchen. Das ist Bevormundung, meine Damen und Herren. In der Anhörung wurde noch mal sehr eindeutig festgestellt, und zwar von der Europäischen Kommission, den Ärztekammern, vom Deutschen Krebsforschungszentrum, dass ein konsequenter Nichtraucherschutz zur Verbesserung der Gesundheit der gesamten Bevölkerung führt, besonders der Angestellten in der Gastronomie. Rauchverbote führen zur Senkung von Herzinfarkten. Das belegen Studien für Italien, Großbritannien und die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Zahl der Atemwegserkrankungen und verschiedener Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems ging dort zurück. Neuere Studien weisen auf eine Verbesserung bei der Gesundheit von Schwangeren und deren ungeborenen Kinder hin, sowohl übrigens bei Nichtraucherinnen als auch bei Rauchern. Ebenso deutlich kam heraus, und das lassen Sie gerne unter den Tisch fallen, es sind keine wirtschaftlichen Negativeffekte festzustellen. Ich belege das ganz konkret entlang der Anhörungen und den Studien. Ich fange an mit dem Bayerischen Landesamt für Statistik.
unverdächtig uns nahezustehen. Umsätze der bayerischen Gastronomie im ersten Jahr nach dem Volksentscheid liegen deutlich über denen des Vorjahres. Ich bleibe in Bayern bei dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Auch die Gastronomieumsätze sind davon nicht im größeren Umfang bzw. dauerhaft betroffen. Dies steht auch im Einklang mit der internationalen Studienlage so wörtlich. Und wie die internationale Studienlage ist, das stellt die Europäische Kommission in ihrer Stellungnahme fest. In 47 von 49 Studien zu den Auswirkungen von strikten Nichtraucherschutzgesetzen in der EU können keine negativen wirtschaftlichen Folgen festgestellt werden. Laut eines WTO-Berichts haben rauchfreie Umgebungen entweder neutrale oder positive Auswirkungen auf Unternehmen, einschließlich der Gastronomie. Privatempirisch, ich komme aus Düsseldorf-Flingern, nehme ich das so wahr, dass mehr Menschen, die vorher aufgrund des Rauchs nicht in die Kneipen gegangen sind, sich jetzt wieder hintrauen und hingehen. Und ich würde mir wünschen für unsere Gastronomie, dass diese Gruppe auch die Umsätze der gastronomischen Betriebe in Nordrhein-Westfalen wieder hebt, die nach unten gegangen sind, auch in der Zeit, als Sie regiert haben, die jüngst eingebrochen sind, nämlich im Frühjahr, besonders im Februar und März, also bevor unser Gesetz in Kraft trat. Das ist die Realität, meine Damen und Herren. Sie suggerieren ja außerdem, und das hat der Kollege Yüksel ja schon gesagt, dass die Proteste einer Mehrheitsmeinung zum Ausdruck brächte, der wir uns verschließen. Bereits im Februar 2005 lag die Zustimmung für rauchfreie Gaststätten bei 53%, im Februar 2012 bei 78%. Ja, inzwischen gibt es sogar eine Mehrheit bei den Raucherinnen und Rauchern für unser Gesetz. Schauen Sie mal die Umfrage in der WAZ an. Der Nichtraucherschutz war eines der zentralen Themen im Landtagswahlkampf. Die Wählerinnen und Wähler haben uns, SPD und Grünen, auch dafür ein Mandat gegeben. Hören Sie also auf, so zu tun, als wenn hier irgendetwas Anstößiges an unserer Entscheidung wäre. Der ausgestreckte Finger an Ihrer Hand zeigt auf uns. Drei Finger weisen auf Sie zurück. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Abel. Liebe